Ein Kunde von mir möchte von Lotus 11, dem Nachfolger von Lotus Notes, auf Outlook umsteigen und möchte zu diesem Zweck wissen, ob man EML-Dateien in Outlook öffnen kann. Ich habe da zwar so eine grobe Idee dazu, möchte das aber genauer ausprobieren und habe mir gedacht, nachdem ChatGPT ja gerade so gehypt wird, probiere ich einfach mal die Recherche damit aus. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Und um mit EML-Dateien ein bisschen auszuprobieren, muss ich einerseits EML-Dateien speichern können und sie dann öffnen. Und ich würde auch gerne ein bisschen genauer wissen, was EML-Dateien sind. Und dazu habe ich jetzt einfach mal in Google eine Frage eingegeben, nämlich was ist eine EML-Datei? Und da gibt es ja hier oben immer so die Kurzinfo, da gibt es was von Dativ. EML-Dateien, Dateiformat zur Speicherung von E-Mails. Das ist auch so die Idee, die ich hatte. Und wenn man dann so noch ein bisschen weiter liest, dann sieht man hier E-Mails, Nachrichten, die mit Outlook, Apple Mail gespeichert wird. Ne, so. Also ich habe so eine grobe Idee und die geht in diese Richtung. Und wenn ich mal in Bing gucke, dann ist Bing der Meinung, dass es primär um archivierte E-Mails geht, dass man die also mit Outlook wohl öffnen kann. Hier und zwar die komplette E-Mail wird inklusive aller Anhänge in Textform gespeichert. Also ich möchte dann auch ausprobieren, ob wirklich die Anhänge dabei sind. Und jetzt stelle ich mal dieselbe Frage bei ChatGPT. Ich habe hier so einen neuen Chat aufgemacht. Wenn euch genauer interessiert, wie man das überhaupt aufruft und sich anmeldet, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Dann mache ich dazu auch ein Video. Aber jetzt erstmal hier die Frage, was ist eine EML-Datei? Gefragt an ChatGPT und ihr seht, das funktioniert jetzt hier so. Ich habe die Frage und jetzt wird mir hier eine Antwort gegeben. Mich nervt ein bisschen, dass das so langsam getippt ist. Ich habe deshalb für weitere Fragen, die ich euch zeigen möchte, habe ich das schon vorbereitet. Aber im Prinzip steht jetzt hier, dass eine EML-Datei eine Datei in einem E-Mail-Format ist, die Nachrichten, Inhalte und Anhänge, also komplette E-Mail, enthält. Sie wird oft zum Archivieren verwendet oder auch zum Datenübertrag zwischen E-Mail-Programmen, also in dem Fall Lotus 11 und Outlook. Wobei es dann nur um Dateien geht, wenn ich den Kunden richtig verstanden habe, die die Mitarbeitenden dort im Dateisystem gespeichert haben. Also alles, was die schon in Lotus Notes haben, was die noch in Lotus haben, das wird konvertiert direkt in Outlook. Also es geht um Dateien, die tatsächlich von den Mitarbeitenden archiviert worden sind, im Dateisystem gespeichert worden sind. So, und das geht also jetzt grob in meine Richtung und jetzt möchte ich ein bisschen mehr Sachen wissen und deshalb habe ich einfach mal hier schon mal eingegeben. Ich habe zum Beispiel hier eingegeben, wie speichere ich eine EML-Datei mit Outlook? Ich möchte die also erstmal erzeugen, damit ich sie dann in Outlook auch wieder öffnen kann. Und ich nehme jetzt mal den Text so ein bisschen nach rechts und hier links habe ich Outlook und zwar die Desktop-Version von Outlook. Und jetzt schauen wir einfach mal, was hier steht und ob das so funktioniert. Also ich öffne Outlook, navigiere zu den E-Mail-Nachrichten, die ich speichern möchte. Also das ist diese hier, die möchte ich gerne speichern. Da ist auch eine Anlage dabei, damit wir schon mal sehen, ob das dann auch mit Anlagen gespeichert wird. Und jetzt heißt es, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die E-Mail-Nachricht und wählen Sie als E-Mail speichern unter aus dem Kontextmenü. Also ich mache da mal einen Rechtsklick und dann schaue ich hier, ob ich hier den Befehl finde, als E-Mail speichern unter. Und wenn ich da so durchgehe, dann stelle ich fest, da gibt es kein E-Mail speichern unter. Und wenn ich mal auf die Mail im Vorschaubereich das mache, dann sehe ich das hier auch nicht. Und jetzt ist es ja so, dass ich schon seit über 20 Jahren Erfahrung mit Outlook habe. Und ich würde sagen, ich habe noch nie in der Desktop-Variante gesehen, dass man über einen Rechtsklick einen Befehl speichern unterbekommt. Jetzt ist natürlich die Frage, was bietet der mir hier an? Ist das jetzt die Desktop-Version oder ist das irgendwie die Online-Version? Aber ich schaue mir das mal noch fertig an und sehe dann also Speichern unter und dann gebe ich dem Ganzen Namen. Und dann heißt es hier noch, einige Outlook-Versionen haben die Option nicht. Aber ganz ehrlich, also in der Desktop-Version habe ich das noch nie gesehen. Deshalb frage ich jetzt einfach mal, wie speichere ich eine EML-Datei mit Outlook 2021? Und jetzt steht hier, ich soll wieder Outlook öffnen und dann
klicken Sie auf die Nachricht und klicken Sie auf die Registerkarte Datei im oberen Menü und wählen Sie Speichern unter aus. Also das wäre jetzt hier Datei und Speichern unter. Das gibt es jetzt also tatsächlich. Also ich muss wohl noch ein bisschen genauer fragen, nicht nur Outlook, sondern auch noch die Version. Und jetzt heißt es, wählen Sie im Dialogfeld Speichern unter einen Ordner auf Ihrem Computer. Ja, also das wäre jetzt mal hier Dokumente, mache ich das mal. Und dann klicken Sie auf das Dropdown-Menü Speichern als und wählen Sie EML aus. Also Speichern nach finde ich jetzt hier nicht. Speichern als, aber was ich finde ist Dateityp. Und wenn ich da mal gucke, dann sehe ich, hier gibt es kein EML. Ich persönlich habe hier auch noch nie EML gesehen. Das heißt also, auch dieser Weg geht nicht. Er ist schon ein bisschen mehr da, wo es hingehen soll. Aber es ist nicht die Möglichkeit, hier eine Datei als EML zu speichern. Und ich habe mir dann gedacht, ich probiere einfach mal aus. Ich schreibe mal hier hinten eine andere Ergänzung dazu. In manchen Programmen funktioniert sowas und gehe da mal auf Speichern. Vielleicht ist das ja gemeint hier in ChatGPT und schauen wir das jetzt mal hier im Explorer an. Und zwar unter Dokumente, da ist die Datei. Und wenn ich mir die jetzt hier anschaue, dann seht ihr, er hat zwar dieses EML hingehängt, aber die Dateinamenserweiterung, die eigentliche ist MSG. Da habe ich ja schon mal ein Video dazu gemacht. Also auch das funktioniert nicht. Meiner Ansicht nach gibt es in der Outlook Desktop-Version von Windows keine Möglichkeit, eine E-Mail als EML-Datei zu speichern. Ich habe jetzt gedacht, ich frage bei ChatGPT nochmal genauer, so nach dem Motto, wie speichere ich eine E-Mail als EML-Datei? Und da kommt im Prinzip derselbe Text. Und am Schluss heißt es hier noch, es ist wichtig zu beachten, dass je nach Ihrer Outlook-Einstellung bei der Speicherung EML-Dateien Anhänge und Bilder nicht enthalten sind. Also müssten wir vielleicht einfach nachher auch nochmal prüfen, ob die dann enthalten sind oder nicht. Ich persönlich vermute, dass sie enthalten sind, aber schauen wir mal. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich frage einfach nochmal, wie ist es denn in der Web-App? Also vielleicht kann man ja da speichern oder vielleicht ist auch da die Anleitung hier besser. Und habe gefragt, wie speichere ich eine E-Mail mit der Outlook Web-App als EML-Datei. Und die Outlook Web-App, die habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Das wäre also jetzt hier die Web-App. Vielleicht erinnert ihr euch noch aus anderen Videos, die kann ich aufrufen in der Desktop-App über Datei und dann hier über den Link. Da steht auch dieser Begriff OWA drin, den es hier auch gibt. Wobei sich das eigentlich nicht mehr wirklich so nennt. Also es könnte auch sein, dass das irgendwie eine veraltete Anleitung ist. Hier steht jetzt also anmelden, das habe ich. Im Datei öffnen Sie den Posteingang, wählen Sie die E-Mail aus. Das ist diese E-Mail, die ich speichern möchte. Und jetzt klicken Sie auf das Zahnradsymbol im oberen rechten Bereich der E-Mail. Also hier in der E-Mail, hier oder auch hier sehe ich das nicht. Ich mache mal zum Vollbild. Wenn ich hier schaue, finde ich hier kein Zahnrad. Ein Zahnrad gibt es hier oben, aber das ist für Outlook insgesamt. Also da finde ich so einen Befehl zum Speichern, finde ich hier nicht. Also das ist wahrscheinlich eine ältere Anleitung hier mit dem Zahnrad. Aber schauen wir mal noch weiter. Und da soll es als E-Mail-Nachricht speichern geben in dem Menü. Also ich habe hier noch nie ein E-Mail speichern gesehen. Auch dort wieder Speicherort auswählen und dann, die wird automatisch als EML-Datei gespeichert. Da müsste man mal gucken. Aber der Weg, der beschrieben ist, geht nicht. Und ich habe jetzt mal ein bisschen weiter rumgespielt hier und habe Folgendes festgestellt. Wenn ich in der E-Mail bin, ist es nicht das Zahnrad, sondern es sind die drei Punkte hier. Und dort gibt es den Befehl herunterladen. Also nicht speichern unter oder so, sondern herunterladen. Sie wird sozusagen dann hier raus als Datei gespeichert. Und wenn ich da auf herunterladen klicke, dann wird ganz normal heruntergeladen. Ihr seht, ich habe das schon mal vorher ein bisschen ausprobiert. Und ich lasse mir jetzt mal den Ordner anzeigen, in dem das heruntergeladen worden ist. Und da sehe ich jetzt Datei mit Anlagen zum Speichern als EML-Datei. EML. Also das ist jetzt wirklich eine EML-Datei
und keine MSG-Datei. Und diese Datei, wenn ich die hier mit einem Doppelklick öffne, dann werde ich entweder gefragt, ob ich die in Outlook öffnen möchte, oder es wird praktisch Outlook direkt geöffnet. Und dann, es dauert ein bisschen, es sind jetzt 10 MB und die müssen wohl irgendwie in Outlook noch ein bisschen angepasst werden. Und dann seht ihr, hier ist jetzt diese Datei offen. Das ist diese Datei mit Anlagen zum Speichern als EML-Datei. Und so sieht das jetzt aus. Also da sind die Anlagen dabei. Ich habe jetzt ein bisschen ausprobiert. Ich hatte bisher nicht das Problem, dass Anlagen hier gefehlt haben. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht im Produktivbetrieb irgendwie größer probiert. Wenn da in nächster Zeit mit dem Kunden noch was rauskommt, dann werde ich euch da auf dem Laufenden halten. Und eigentlich bräuchte ich jetzt auch noch eine EML-Datei, die aus Lotus kommt, damit man das damit auch ausprobieren kann. Sobald ich die habe, werde ich euch darauf nochmal so ein bisschen zeigen, was sich da vielleicht noch an Neuerungen ergibt, die wir jetzt nicht sehen. Mein Fazit zu Outlook und EML-Dateien ist also, mit der Desktop-Version von Windows in Outlook könnt ihr keine EML-Dateien erzeugen. Das könnt ihr nur mit der Web-App. Und in der Web-App könnt ihr diese Dateien nicht öffnen. Da habe ich zumindest noch keine Lösung gefunden. Und mein Fazit zu ChatGPT in Bezug auf dieses Beispiel ist, dass der Text sprachlich super gut ist. Er kommt mir ein bisschen zu langsam, aber sprachlich ist er super gut. Leider kann ich mit den Inhalten für meinen Zweck gar nichts anfangen. Also da würde ich tatsächlich sagen, die sprachliche Qualität täuscht eher über den Inhalt hinweg. Und da würde mich interessieren, ob ihr schon Erfahrung habt und wie eure Erfahrungen hier sind. Wenn es Fragen gibt zu EML-Dateien in Outlook, schreibt mir die doch gerne unten in die Kommentare, genauso zu ChatGPT. Ich freue mich da von euch zu hören. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Ausprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.